besetze die Kanne. Teelöffel, Esslöffel, doch ein Teelöffel reicht. Hübschchen dabei. Lieber Apotheker, hätten Sie auch mal ein bisschen Zucker? Das sagt er, besetzen Sie gerne. Ne? Klarenzucker, Kandiszucker, Würfelzucker. Dein Würfelzucker würde reichen. Er gibt Ihnen den Würfelzucker, der Mann legt ihn auf den Löffel. Dann greift er in seine Brusttasche, nimmt ein kleines Flaschen raus. Gibt ein paar Tropfen hinzu. Und jetzt, lieber Sven, jetzt darfst du auch mal kosten. Keine Angst. Keine Angst, ist was Gutes, Rutendauerisches. So ähnlich hat es der Apotheker auch gemacht. Der Apotheker hat dann gefragt, sag mal, was soll denn das Ganze? Schmeckt es übrigens? Er hat genauso geguckt, wie der Sven jetzt gerade eben, was soll denn das Ganze? Sagt er, na, ich war gestern bei meinem Hausarzt und da hat man dringend empfohlen, morgen mal in der Apotheke zu gehen, meinen Urin auf Zucker testen zu lassen.